Hallo Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Breath of Fire. Naja, 1. Ich warte mal darauf, dass ich noch eine Zahl in den Kopf kriege, aber es ist 1. Wir sind hier in, ich glaube Romero müsste die Stadt heißen, da wo die Zombies rumrannten, wo wir hingekommen sind mit Nina und den Soldaten. Wenn wir jetzt hier hingehen, ich glaube hier, sieht zumindest ja richtig aus. Nein. Wir leben hier heimlich. Insgesamt gibt es schon ein paar von uns hier. Dann sehen wir zumindest, dass hier Leute heimlich leben. Was für eine Unordnung. Die Krüge sind verstellt und vielleicht fehlt sogar die Karte. Was? Karte? Du nimmst Karte. Hey. Voll cool. Also, in gewisser Weise. Schön, dass mich das komplett wieder rauswirft, aber ja. Karte. Start drücken, um Karte zu sehen. Oh, okay. Geht zwar nicht im Dorf, aber prinzipiell schöne Sache. Naja, gucken wir uns mal den Rest an. Ich bin mir halt nicht sicher, um Früchte zu essen. Für mich. Gratis. Die Zombies haben unser Vieh gefressen. Wir sind die Nächsten. Echt? Kennst du Agua? Hat der Chef dir von der Göttin erzählt? Nein. Hier war einmal ein Paar, das Dinge wie den Wasserkrug verkaufte. Dieser kann enorme Wassermengen aufnehmen. Okay. Mit Wasser aus der Quelle in der Höhle im Südwesten fühlst du dich besser. Cool. Ups. Da wollte ich jetzt nicht rein. Ja, wollte ich rein, ja. Hi. Erlöse uns von den Zombies und ich erzähle dir von Agua. Ist nicht dafür gemacht, mit dem Super Nintendo Controller gespielt zu werden. Manchmal habe ich das Gefühl, aber egal. Der Trank des Zauberers hat den Boden verseucht. Jetzt laufen Zombies frei umher. Die Zombies haben unser Vieh gefressen. Ja, das hat schon eine Dame dort gesagt. Es gibt etwas, das man reinigendes Wasser nennt und das den verseuchten Boden retten konnte. Könnte. Mit Wasser aus der Quelle. Ja, fühlt sich besser. Proton Beam Buster? Wie auch immer. Tatsache, die haben die armen Schweine gefressen. Erinnert euch noch, dass das Schweine waren? Ja, die wurden gefressen. Die armen Kerlchen. Du brauchst den Wasserkrug, um den Boden zu reinigen. Dann wird mich mein Zombie-Ehemann wieder verlassen müssen. Ich will nun endlich gehen. Ich werde dich vermissen. Aber das reinigende Wasser wird das Dorf retten. Ich werde dich vermissen, aber wenn du es willst... Das reinigende Wasser ist in der Höhle im Westen. Benutze den Wasserkrug in der Quelle. Den Wasserkrug, ey. Unkraut. Wenn man nicht weiß, was man in so eine Truhe stecken soll, dann nimmt man halt noch einen Wasserkrug. Ein Kraut mit rein, ja. Achso, man kann jetzt übrigens so rausfinden, wie das geht. Das sagt einem das Spiel meiner Meinung nach auch nicht so wirklich, aber wenn wir auf der Karte auf Bow wechseln. Dann ist jetzt rein theoretisch noch nicht super notwendig, aber wenn wir auf den Bo wechseln, können wir durch Wälder gehen. Hey, ist das nicht cool. Keine nervigen Probleme mehr, weil wir einfach durch Wälder laufen können. Einfach zack. Ein Hindernis weniger. Jetzt brauchen wir noch jemanden, mit dem ich durch Gebirge laufen kann und dann über Wasser.
Dann ist alles Tüfte. Außerdem diese Schweinchen, die jetzt gerade da rumlaufen. Die können wir jetzt jagen. Brutunbl. Naja. So. Damit es halt ein bisschen schneller geht. Ja, sich erschreckt. Ganz einfach. Außerdem haben wir jetzt die Karte. Die zeigt nur das, was wir schon gesehen haben, interessanterweise. Aber naja. Und das ist die ganze Karte. Jetzt lasse ich bitte hier wieder raus. Wir haben also noch ein bisschen was vor uns, wenn man sich das so anguckt. Anyway. Höhle im Westen. So mehr oder minder. Vielleicht wieder auch mehr südwestlich, aber naja. Macht übrigens keinen Unterschied, ob ich jetzt mit Ryu vorne rumrenne oder mit Bo, wenn man mich fragt. Also in den Dungeons selber. Aber es ist sehr unterhaltsam, dass es geht. Das ist diese Amöben. Amöblops. So formidable Gegner sein würden. Wer hätte das gedacht? Aber na gut. Dann wiederum, ne? Wir erinnern uns. Mega Man. Das ist einer der nervigsten Gegner. Ist der Yellow Devil. Das ist in der Theorie auch ein Blob. Das ist schon irgendwie normal. Ja. Hallo, Blöb. Warum haben wir hier nervige Amöblobs und gleichzeitig einfach nur eine Schnecke? Der Schonhelm. Das ist schon so gut wie ein Helm. Der Schönhelm. Also die Ölpünktchen, die sind immer so leicht ausgegraut, das sehe ich manchmal nicht, aber schön hell. Wofür? Warum? Weswegen? Schöner Helm. 37 macht sie aber wieder langsamer. Gibt einen Punkt. Gibt einen Punkt auf Verteidigung bei ihr. Ist ja grandios. Genau das, was ich möchte. Übrigens, ich glaube, so ungefähr Level 12, 13, 14, irgendwas so um den Dreh, da lernt Nina, glaube ich, Warp, was super angenehm gewesen wäre, wenn wir es direkt schon gehabt hätten, weil das, okay, die rennen aber prinzipiell nur schwache Gegner, und ich setze gleich mal wieder Nebel ein. Das wäre so ein Zauber, den wir gut gebraucht hätten, um, naja, nicht zurückzulaufen. Das habe ich natürlich, weil ich zumindest sowas ganz gut mache, rausgenommen aus dem LP, ne? Aber mit Warp hätte man einfach sagen können, okay, ich möchte jetzt wieder nach Romero, weil wir da schon mal waren und zack, wären wir da gewesen. Naja, gut. Stattdessen sind wir eben gelaufen, oder halt nicht. Da habe ich die Kämpfe tatsächlich aber drin gelassen, was eigentlich komplett nutzlos war, weil die Kämpfe sind ja nicht sonderlich schwierig gewesen. Schade ist halt nur, dass der Nebel wirklich nur super kurz hält. Muss man ja sagen. Also ich muss ja eine Menge Nebel reinwerfen, um allein eine Höhle zu untersuchen, brauche ich sehr, sehr viel Nebel. Aber gut, was soll's. Wenn ich eins kann, dann ist es mich beschweren. Darüber, dass ich Nebel brauche. Eine Menge Nebel. Falschen Gang genommen. Truhe verpasst.
Nerf, Nerf. Laufen wir halt nochmal hin. Ich meine, am Ende des Tages ist es nicht so, dass da jetzt etwas so Wertvolles drin sein wird, dass ich ohne dieses Item nicht mehr klarkäme, aber naja. Da könnte ja ein merkwürdiger Helm drin sein, ne? Wo ich mich dann wieder frage, warum existiert das Ding überhaupt, weil er eigentlich komplett nutzlos für uns ist. Bronzehelm und ein Apfel. Ja, nice. Endlich mal was Richtiges zu essen. Ein Apfel. 84. Ja, gut. Dann geben wir den einfach mal Rio. Ist er zwar ein bisschen langsamer wieder mit, aber ey. Das ist okay. Das ist vertragbar sozusagen. So. Der Wasserkrug füllt sich mit Wasser, du erhältst das reinigende Wasser. Und damit wir uns das nicht antun müssen, auf einmal eilt er nach Romero. Rio versprengt Wasser. Das reinigende Wasser hat den Boden gesäubert. Ey. Wow. Danke, Krieger. Nimm diese Tafel, um nach Aqua zu gelangen. Und den ganzen anderen Mist. Du nimmst Tafel. Und Kraut. Und Heil. Und 900 G. Und ein Gegengift. Nebel wirkt nicht mehr. Dammit, Nebel. Nicht jetzt. Na ja, wenn ich schon dabei bin, kriegt so wenigstens den. Dann kann ich nämlich die ganzen anderen Sachen, die wir jetzt haben und nicht gebrauchen, theoretisch noch verkaufen. Damit haben wir wieder mal ein Gebiet. Abgeschlossen? Ich wollte repariert sagen, aber. Repariert wäre ein bisschen dämlich. Ein Apfel kostet genauso viel wie ein Fleisch. Wow. Armbandknopf weg, das weg und das Langschwert kann bleiben. Der Rest ist hier ja mehr so. Jetzt nicht Deko, aber. Naja. Ein übler Typ bewacht den Schlüssel in Aqua. Wir alle verehren die alte Frau sehr. Die alte Frau, die mit ihrem Zombie-Mann da abhängt. Ja, ja, okay. So, mal eben wieder dasselbe wie sonst auch. Einmal sortieren, dann das Gegengift tauschen gegen den Schlüssel. Und dann mit Bo hier lang. Denn das hier ist Aqua, das, wo wir eigentlich hin wollten. Rio liest die Inschrift auf der Tafel. Sagt der Rabe, nimmermehr. Ja! So einfach kann es dann halt manchmal gehen, ne? Aqua selbst könnte sein, dass wir das heute nicht ganz abschießen können, aber. Dafür haben wir immerhin eine ganze Zombie-Apokalypse aufgehalten. Also insofern bin ich schon mal zufrieden. Und hey, wenn Nina irgendwann mal levelt, wird es dann wieder schneller und die ganzen Kämpfe funktionieren noch ein Ticken besser. Apfel, Eichel.
Sind für die Truhen irgendwie Eichhörnchen zuständig oder was? Los, Eichhörnchen, packt irgendwas in die Truhe, was für ein Abenteurer interessant sein könnte. Ja, alles klar, Eicheln. Okay, danke. Ich meine, wenn man besagtem Eichhörnchen gegenübertreten würde, würde man wahrscheinlich wirklich nur Danke sagen, weil ne, Eichhörnchen sehen knuffig aus, denen kann man nicht böse sein, aber da denke ich mir dann schon so, ja, cool. Erreicht ein höheres Level, wunderbar. Ist nicht der richtige Charakter, also was heißt nicht der richtige Charakter, aber es ist nicht der Charakter, den ich gerade ein Level abhaben wollte, aber es ist ja auch nicht so, dass ich Nein sagen würde, ne? Zu besagten Level-Ups. So. Das Monster hat Kraut liegen lassen. Yeah. Ja, da müssen wir die Wand einschlagen können. Wink, wink. Das ist übrigens tatsächlich so. Wir werden später einen Charakter besitzen, der Wände einschlagen kann. Den bräuchten wir da. Aber den habe ich nicht jetzt. Den habe ich nicht jetzt, also komme ich da nicht dran. Tja. Und so wie es immer ist. Haufenweise Zwischenkämpfe. Einfach haufenweise Zwischenkämpfe. Wir stehen ja drauf, alle 2 Sekunden zu kämpfen. Aber das wusste ich, dass das so kommen wird. Wenn ich mit meinen Oldschool-RPGs anfange hier. Weil das leider normal ist. Aber naja. Ich lasse es ja auch passieren, weil gutes Training. Wobei gutes Training kann man jetzt sehen, wie man will. Soweit ich weiß, steht da ja 210 Erfahrungspunkte bekommen wir. Plus Agilität. Da steht zwar 210 Erfahrungspunkte, aber diese 210 Erfahrungspunkte werden nochmal geteilt unter allen meinen Charakteren. Das heißt, eigentlich bekomme ich da gerade 70 aus dem Kampf raus. Und das ist halt, ne? Bisschen weniger, als man denken würde. Sagt einem das Spiel aber auch nicht. Oh, ein schöner Konter, weil ein Konter mit Boomerang geht immer noch auf alle. Ein guter Konter. Du nimmst Sonnenhelm. Oder Sonnenhelm. Also Sonnen. Kann ja nicht sein. Muss ein Sonnenhelm sein. Wäre auch noch mal ein bisschen besser, aber das macht mich noch langsamer. Erstmal egal, aber behalte ich mal im Hinterkopf. Schwebende Platten. Jetzt ist die Frage, schwebende Platten genauso schlimm wie Teleportations-Dungeons? Oder sagt man da, wenigstens weiß ich, wo ich hinkomme? Ich wäre ja höchstwahrscheinlich in dem, ich weiß wenigstens, wo ich hinkomme. Camp. Ich könnte aber auch verstehen, wenn die Leute sagen, das ist genauso nervig, wenn man herausfinden muss, auf welche Platte man tritt und so. Aber ich würde echt sagen, ist immerhin besser. Eisenschild. Ah, weißt du was auch? Okay, hier. Super Verteidigung, aber megamäßig langsam. Was soll's? Vielleicht nur die Reihenfolge im Kampf ansehen, wobei es eigentlich egal ist, ist relevant, wie die Reihenfolge im Kampf läuft, weil ich erstmal beim Boomerang bleiben werde. Ja, Nina macht keinen Schaden, wenn sie angreift, von daher bleibt sie weiter beim Schlüsselwerfen. Das nimmt sich da halt leider auch nichts. Aber der Boomerang kommt halt jetzt zuletzt. Das ist. Okay, muss ich mir halt nur merken.
Heldenrüstung. Heldrüh. Ja, okay, um mich noch mal einen Ticken mehr zu töten. Noch weniger Geschwindigkeit, naja. Ist okay. Wieder eine Eiche. Schön. Das ist derselbe Aufbau. Das ist derselbe Aufbau, oder? Also so komplett derselbe mit Schatzruhen und allem drum und dran. Jetzt kriegt's echt einen Haarwand. Yep. Und schon ist der schöne Helm wieder komplett nutzlos. Wow, in einem Video. Naja, fast derselbe Aufbau irgendwie, ne? Naja. Die Ebene machen wir jetzt noch, die habe ich jetzt angefangen. Und dann gibt es gleich den harten Realitätscheck, wenn ich einfach mal einen Cut mache. Ja, fast derselbe Aufbau, aber nicht ganz. Hatte ich nicht vorhin ein Armband verkauft, nicht weggeworfen? Ich würde schwören, ich hätte eins verkauft. Naja. Ich beschwere mich tatsächlich gerade auch nicht, weil es sind Items. Beziehungsweise es sind Ausrüstungsgegenstände. Es ist schön, eine Menge einfach geschenkt zu kriegen, weil ich mich da nicht darum kümmern muss, neue zu kaufen. Das ist schon gut so. Ja, das war die Ebene. Und jetzt sind wir eine Ebene höher. Was uns hier erwartet, keine Ahnung mehr. Wir werden es merken, wenn uns irgendwas wieder umbringen will. Aber hey, es lief gut. Wir haben zwei wichtige Objekte. Ne? Wir haben eine Karte, wir haben eine Tafel. Das geheime Passwort. Wir haben haufenweise Ausrüstungsgegenstände bekommen. Panzerschuh. Achso, das war das, was ich vorher hatte. Ne? Ich muss sagen. Oh, hey. All unsere Charaktere, ja außer Bo existiert einfach so vor sich hin, sind ein Ticken besser geworden. Und wir werden beim nächsten Mal weiter in Agua voranschreiten. Ich bin sogar auf der obersten Ebene, guck an. Aber erst beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen und tschüss Leute. Und das war's auch schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, Rio wird morgen wieder bei dem Bildschirm tanzen. Und bis dahin, ich habe noch mehr als 100 Projekte auf dem Channel. Sucht euch was aus, es ist für jeden etwas dabei. Außer Sportfans, Sport, keine EP von Sport von mir. Bis zum nächsten Mal, haut rein, macht's gut.